Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen State of Decay mit Mathilde! Sei gegrüßt, diesmal hat's geklappt, das hat mich schon letztes Mal ein bisschen genervt. So, ich muss erstmal mit dem Onkel Doktor reden. So, der Doc sagt, ohne Krankenstation wird Folk, oder wie auch immer sie heißt, die Blutseuche nicht überleben. Kannst du das Gebiet nach Baumaterialien durchsuchen und der Text ist weg. Okay. Hallo lieber Heinrich, ich habe einen Packsack mit Materialien bei mir. Oh, das ist hervorragend. Dann pack's doch mal. Hier, nicht hier hin, die ist krank. Ich glaube, hier oben war's. Ja, da wird mir was angezeigt. Ich gehe mal hoch. Yep. Ist doch schön, dass du gleich was mitbringst. Ja. Come to Papi. Oh, that's wonderful. We now have the materials we need. Let's get started building that infirmary. Alright, I'm at the spot. Word. So, wir beginnen den Bau mit der Krankenstation. Und wie mache ich das? Ich muss Lager verwalten. Geschützlager. Muss ich hier vielleicht in den Bereich gehen? Nein. Gibt's hier Management-Konsole für Gemeinschaft, Basis haben wir doch hier. So, Vorhof. Vermute mal, hier vorne ist ja so ein wunderschöner Bereich. Ja, ja, das gibt's hier auf dieser anderen Karte, die du wahrscheinlich nicht sehen kannst. Und dann Krankenstation. Und das dauert 58 Sekunden. Ja. Personal durchsuche nahegelegene Stellen nach Vorräten, bis die Krankenstation gebaut ist. Ja, wollen wir uns hier irgendwie mal umgucken? Ja, kann man machen, nur einen kleinen Augenblick. Ich will mal kurz meine eine Pistole, weil ich schleppe gerade zwei Pistolen mit mir rum. Die brauche ich natürlich nicht beide. Deswegen würde ich eine Pistole gerne hier oben im Tresor lagern. Wenn du rankommst. Sein Gemeinschafts... Hasta luego, okay. Vatos! Got work to do! So, eingelagert. Und ein paar Kugeln kann ich auch einpacken, weil ich brauche nicht alle Kugeln. 9 Schuss reichen erstmal. Hoffen wir's. Ja. In der Zeit lege ich mich mal mit 1-2 an hier. Hallo. Willkommen in der Nachbarschaft. Was? Habe ich schon den Text nicht gelesen. Ich habe jetzt mal einen Aussichtspunkt markiert. Ja, und soll ich da mal hingehen? Ja, komm mit. Gehen wir zusammen hin. Wir müssen ja nicht zusammen da hoch, oder? Klar. Na gut. Weiß ja nicht, wie gefährlich die Gegend hier ist. Ich weiß mal, was in diesem Autochen hier. Ach, geht hey, auch. Wieso kann ich das Autochen nicht aufmachen? Böses Autochen. Hat mir Geld angezeigt. Kannst du das auch machen? I found a couple of things while I was out scavenging. Aha, irgendwelche Dinge gefunden. Kann ich gelbe Sachen durchsuchen? Also ich hab's gedrückt, mit E gedrückt gehalten, ich konnte es durchsuchen. Hm. Ich bin erstmal diesen Zombie hier um. Oh, Hacke, 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 Beine. Zerstückeln. Ach, das Hinterhalt hat nicht geklappt. Irp. Ah, siehst du, hier ist nämlich ein blaues Ding. Sharp till we drop. Ah, das heißt, du und kannst... Und das kann ich durchsuchen. Ich kann nur die... Okay. Oh, Schmerzmittel. Boah. Was ist das denn hier Schönes? Eine AK? Nee. Die heißt anders, sieht aus wie eine MP5. Klack, und ich bin schon voll. Ich hab noch ein bisschen Platz frei. Außenposten beanspruchen, hä? Dafür müssen wir gewisse Auflagen erfüllen. Ich guck mir erstmal von hier um die Gegend an. Okay. Puh. So, hier oben ist nämlich auch eine Kiste, die ich nicht öffnen kann. Ja, ich bin schon wieder voll. Woher hast du diesen... Hast du einen großen Rucksack gehabt? Ich hab 6 Plätze. Ja, ich auch. Ätzend. Ah,
Knopf auf jeden Fall schon out und gefunden, da ist ein Tankwagen. Also du guckst quasi mit dem Fernglas die Umgebung ab, um Orte zu finden. Genau. Hm. Und das mache ich nächstes Mal auch mal. Das ist auf der Karte dann angezeigt. Die Frage ist natürlich, ob die Sachen, die ich mir jetzt hier oben anschaue, ob die dann auch für dich angezeigt werden. Ja, mir wurden hier Orte angezeigt. Check that shit out. Ja, werden. Das, was du sie aufdeckst, das sehe ich auch. Perfekt. Ja, ich gehe da mal zurück und weise meine Dame Phobe. Phoebe wird das ausgesprochen? Phoebe wird das ausgesprochen. Also P-H-O-E-P-E, ja? Ja, das heißt Phoebe. Das heißt Phoebe, okay. I think I ought to rest. Okay. Dann weise ich mal Phoebe in die Krankenstation ein. Die im Garten ist. Wo jeder Zombie gleich rüberspringen kann. Hallo Phoebe, guck mal Licht an. Bist du denn? Der ist schon wieder so ein Geld. Ja, das, wir brauchen größere Rucksäcke. Also die sind echt zu klein, die Rucksäcke. Ich suche gerade Phoebe. Schauen wir uns mal das an. So, man kann irgendwas mit Betten machen, ne? Mit Gegenständen. Wo ist die denn, die Mensch? Kann ich schon wieder nicht durchsuchen? Mich diskriminiert. Kaum blaue Sachen für mich zum Gucken. Voll doof. Du sollst mich hier auch unterstützen. Ach, da liegt die, Mensch, unter der Treppe. Wer soll die da finden? I feel even worse than I look. I better get help. Phoebe. Hilf der Arm, Phoebe, doch mal. Okay. I need to get rid of this plague shit, or I'm fucked. Ich dachte, die Krankenstation ist jetzt fertig. Ah, ich komme auch mal zurück. Vielleicht hört ja Phoebe mir zu. Ach so, ich muss die benutzen. Aha, man kann die noch modden und so. Hello, I'm home. Ja, und? Stände. Sieh die Möglichkeiten, deinen aktiven Charakter oder die Gemeinschaft zu heilen. Aktiv. Von Phoebe, oder? Nein, nein. Erstversorgung. Überlasse den Leuten mit medizinischem Wissen unsere Ressourcen. Hey, you're not dead! Ach so, ich kann den nicht. Achso, ich habe mich jetzt geheilt, oder was? Oh. Ja, du musst viel hier spielen. Nee, ich kann sie auswählen, aber jetzt habe ich keine Medikamente mehr. Hey, see you later. Echt. Aber warte mal. Scheiße, nee. Glaube ich bei mir hingepackt. Okay, dann müssen wir Medikamente suchen. Also Schmerzmittel haben wir noch. Ich gehe hier auf diese Krankenstation. So, gehe auf diesen Button, der da angewählt ist. So. Wähl doch erstmal Phoebe aus. Dann muss ich jetzt meinen Spieler wechseln? Geh doch, versuch's doch einfach. Wie wechsle ich denn meinen Spieler? Geh mal zu Phoebe hin und sprich mit ihr. Hab ich doch schon. Dann sage ich, dann sagt sie, ich brauche eine Krankenstation. Dann sage ich, ja, baue ich doch schon. Kannst du sie nicht irgendwie anwerben oder so? Und wie denn? I feel even worse than I look. I better get help. Okay. So, mehr nicht. Kann ich den Spieler wechseln? Geht das auf jeden Fall. Ich habe das vorhin irgendwie auch gesehen, wie das geht.
Ja, vielleicht fehlt einfach was. Ja, vielleicht wissen wir einfach nur nicht, wie es geht, weil wir uns die Anweisungen nicht machen. Guck mal hier unter Einstellungen, da geht das doch bestimmt. Steuerung. Naja, hole Vorräte aus dem zurückgelassenen Fahrzeug. Wenn du einen Benzinkanister mitbringst, kannst du es auftanken. Vielleicht müssen wir das einfach machen. Barrierefreiheit. Gameplay. Grafik, Audio. Also wir brauchen ja eh alles. Medikamente sind aufgebraucht. Ja, ich habe wahrscheinlich mich geheilt und nicht Phoebe. Wir sind leer. Ich kann sie nicht reinziehen, ich kann sie nicht auswählen. Ah, oder muss ich erst die Krankenstation mit irgendwem besetzen? Warte mal. Hallo, du. Wir können Phoebe nur am Leben halten, wenn wir sie in eine Krankenstation bringen. Alter, willst du mich verarschen? Ach so, Krankenstation. Oder ist das hier noch was anderes? Auch eine Seuchenprobe. Seuchenprobe 3, ja. Behandeln ist mit Charakter. Welches ist die Frage, wie wechseln wir einen Charakter? Ich weiß gar nicht, ob das geht. Doch, du kannst die Charaktere manchmal aus. Frag mich nur nicht viel. Gut, dann gucken wir mal. Ah, hier vielleicht? Ja, das sieht gut aus. Oder auch nicht? Ne, das war es nicht. Wir landen gerade. Ich gehe mal kurz rein. M und dann bin ich auf Basis gegangen, die Gemeinschaft. So, ich habe Luke. Du hast keine Ahnung. Bali. Ach so, Kontrolle übernehmen. T. Jetzt habe ich die Kranke genommen. Okay. Ich bin krank. So. Stay away from plague zombies, okay? Aber da müssen wir wahrscheinlich auch aufpassen, dass die auch irgendwann schlafen gehen, wenn die müde sind oder so. So. Aber trotzdem. Das ist alles leer. Mutig und trau mich nachts aus, ne? Ja, ich mach auch das. Erstens hat sie keine Waffen und zweitens, ja. Das ist ein Kreischer. Ich glaube, die sind auch aktiver nachts, die Zombies. Ja, das ist gut möglich. Und der geht gerade voll auf die Basis zu. Aber ich habe ihn so im Hintergrund getötet. Oh yeah, all in the day's work. Okay, ein Kumpel von uns hat gerade den platt gemacht. Ja, was gibt's denn? Was hast du denn? Ach, du hast ein. Was markiert, okay. Bei mir gehst du gerade im Boden. Oder schleichst du? Ich schleiche gerade, ja. Versuche die Zombies nach Möglichkeit im Hinterhalt zu erledigen. Hab. Killen, killen, killen. Oh, ich bin müde. Hier oben ist noch eine blaue Kiste. Ja, hier sind noch zwei gelbe.
Noch eine blaue Kiste. Ah, dann kannst du mir Deckung geben. Ja, ich bin schon dabei. So. Dann haben wir das Gebäude quasi durch, ja? Ah, da ist das Fahrzeug, was wir besorgen müssen. Die Straße hier runter. Okay. Da noch runter. Meine Markierung müsstest du ja auch sehen, ne? Ja, ja, die sehe ich auch. Dann werde ich die Gebäude erstmal liegen lassen, dann kümmern wir uns erstmal um das Fahrzeug. Das Gebäude wird uns sowieso als zu stark angezeigt. Vorsicht, Zombie voraus. Nicht richtig hell, die Taschenlampe. Blink, 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 blink. Ein Fürst, Heinrich. Euch. Oh, verwende Funkbefehle, um Ressourcen aufzuspüren und mit Hilfe Überlebende anzufordern. Okay. Achso, wir müssen den durchsuchen. Machst du schon am Kofferraum, ja? Ah, ich kann aber hier nur das eine tragen. Da ist noch ein zweiter drin, den müsstest du. Ah, ein großer Rucksack. Kann man den gleich ausrüsten? Ach, man hat den. Nee. Achso, es ist ein Paket mit Lebensmitteln. Fahren können wir ja nicht mehr, ne? Ja, das Gebäude ist da leer. Gebäude ist leer? Ja. Aber hier müssen noch zwei Container irgendwie sein. Ja, einen habe ich hier gefunden. Und ich glaube, hier ist auch noch einer. Ja, Ausguck. Hier ist auch noch einer. Gerade bin. Ja, und da bin ich quasi voll. Ja, hier ist aber noch ein Container. Gelber oder ein blauer? Ja, gelb. Sonst hätte ich den schon überprüft. So was, ich hätte tatsächlich noch relativ viel Platz. Can't carry that. Kann ich Sachen rausschmeißen? Du kannst sie aufheben, bleib doch mal hier. Können wir versuchen. Was wäre nicht so wichtig? Hier die Schrauben. Ups, nee. Kann ich denn Sachen rausschmeißen? Auf R. Hab ich. So. Ultraleichten Rucksack nehmen. Auch Granate nehmen. Was da hast du? Hast du? Hier liegt noch was. Dann gehe ich mal, kletter ich mal auf die Werbereklame. Ups, das ist. Vielleicht finden wir hier ja noch irgendwo. Benzinkanister. Ah, hier ist auch noch ein gelber Kanister. Kann man das irgendwie auf der Karte markieren? Weil einfach hier hilft mir nicht. Auch noch. Also da, wo ich bin, sozusagen. Na, wie heißt das mit den Zielen? Mit dem Fernglas? Rechtsklick, rechtsklick. Ist Waffe. Ja, ich weiß, mit der zielst du. Der markierst du. Yeah, nothing more to see here. Ach so. Okay. Ich hab im Tutorial nicht aufgepasst. Ich hab's gar nicht gesehen, glaube ich. Oh. So weit bist du gerade gekommen. Da ist ein Kreischer übrigens. Ich versuche den ganz leise von hinten erledigen. Schleich, schleich. Oh, da ist ja einer auf dem Boden, so eine Kacke. Ups. Tire out, lugging this shit out. Ich bin runtergefallen. Diesen fetten. Alter, ist das ein fetter Sack. Oh, interagieren? Ja. Yeah. Ich hab eine Seuchenprobe. Ja, ich bin, glaube ich, verletzt. Ich bin nach Hause. Ja, können wir machen.
ich habe auf jeden Fall eine Seuchenprobe bekommen. Das brauchen wir, um das Medikament herzustellen. Campingtoilette, potenzielle Ressourcen. Ja, da war ich gerade drin. Da sind auch noch Sachen für dich. Aber du bist ja voll, hast du gesagt. Nee, gerade nicht. Ich hab dir auch vorhin alles gegeben. Ach, auf der anderen Seite wahrscheinlich. Mhm. Mhm. Waren da etwa hast du herausgefunden, ob man auch auf der Karte was markieren kann? Ja, du klickst es einfach per Linksklick an. Ja. Also als ich hier vorhin, glaube ich, angefangen habe, konnte ich hier nichts durchsuchen. Noch ein Kreischer. Nope. Nichts gefunden. Toll. Also wenn wir welche mit roten Augen erledigen, haben wir, glaube ich, die Chance, solchen Drogen zu kriegen. Solchen benötigen wir dringend. Can't carry that. Ah, scheiße, ich kann das nicht nehmen. Dann müssen wir halt nochmal hierher kommen, ganz einfach. That's too much, man. Nee. Wow, scheiße, der hat mich gesehen. Ah, nein, geh weg. Ah, Karte, scheiße. Kann ich nicht sagen, oh? Ja. Will man sich an so einen solchen Zombie anschleichen? Ja, kommen wir nochmal her. Schade, der hat leider keine Probe. Ich gehe heim. Ja, ich komme auch mit. Ich habe Auerweh, bin verletzt. Ich habe auch Auerweh. Ich sehe nichts. Mit Dunkelheit. Ja, und ich muss auch dringend schlafen. Meine Ausdauer geht momentan so krass schnell runter. Ich bin ein potenzielles leichtes Opfer für Zombies, von denen ich das Gefühl habe, dass sie gerade hinter mir sind. Ja. I got nothing left. Ja. Dringend schlafen. Ah, die Leichen bleiben liegen, ne? Zumindest eine Zeit lang. Dass du die Probe bekommen hast, hat die Leiche aufgeleuchtet, ja? Mhm. Genau, das sah dann so aus, wie so drei rote leuchtende Kugeln schon fast. Also wir müssen da gleich nochmal hin, da gab es nämlich noch einen Rucksack mit Medikamenten. Oh, das ist gut. Dass es auch so viele Nebeneingänge hat, ist mir einfach zu viel. Vergiss nicht, die Tür hinter dir zuzumachen. Ja, das Schlimme ist, wir haben nicht so viele Leute. Oh, jetzt hat er die von außen zugemacht. Ey, so ein Spast. Chemikalien. Leichter Rucksack. Krieg ich jetzt meinen Rucksack weg? Wie hast du deinen Rucksack weggekriegt, deinen schweren? Ich bin auch zum Lager gegangen. Wo ist das Lager? Ach, da in der Ecke. Ja? Das weiß ich doch nicht. Here you go, Vatos! Baue einen Außenposten für Medikamente. Always glad to see you. Take care, babe. So. Hey, what's poppin'? See you around. Ja, kann er sich jetzt nicht automatisch schlafen legen? Ah, doch.
Dach muss ich auch noch bauen. Oh Gott. Frage. Solchen Probe. Aber eine haben wir doch auf jeden Fall. Ja, bestimmt in der Krankenstation. Kann Verbände herstellen? Das Dumme ist, uns fehlt ein Charakter. Ja? Ja, Luke lasse ich jetzt schlafen. Wird jetzt Bird nehmen, aber dann haben wir keinen mehr. Phoebe ist ja krank. Ich weiß ja nicht, Entschuldigung, ich bin gerade ins Mikro gekommen. Weiß nicht, ob du mit Phoebe spielen willst. Das Ding ist, ich mache ich das denn? Wechsel ich den Charakter? Ja, geh doch mal auf M. Ja. Gemeinschaft. Ja. So, und dann... Achso, du hast auch deinen eigenen Charakter mitgenommen. Ja. Und der ist müde. Das heißt, dann kannst du nicht dauerhaft irgendwie helfen, ne? Das ist für aber wirklich doof. Ever. Ja, dann würde ich sagen, machen wir erstmal einen Break. Dann kannst du deinen Charakter erstmal ausruhen und dann spielen wir später weiter. Weil du kannst ja nicht auf meine Leute zugreifen wahrscheinlich, ne? Eigentlich, aber irgendwie muss ich ja auch ausruhen. Ja, du geh doch mal ins... Ich werde geh mal ins Haus rein. Ins EG. Unterste Etage. Da ist die Tür ruhig offen. Unten. Und dann rechts. Rechts? So, da gibt's ein Doppelbett. Ah, Betten ansehen. Kannst da kann ich auch Charakter wechseln. Ja, du kannst es wahrscheinlich nicht, weil du nur Gast bist. Das ist das Doofe bei dem Spiel. Du musst in der Basis sein, um diese Aktion benutzen zu können. Ja, ich bin noch in der Basis. Ja, du bist nur Gast. Das ist ja mein Spiel. Und du kannst das wohl nicht machen in meinem Spiel. Das ist ja der ganze Knackpunkt bei dem Kack gerade irgendwie. Na gut, wir gucken da nochmal weiter. Wir fragen mal Google, vielleicht hilft Google uns diesbezüglich weiter. Nee, ich glaube nicht. Das ist, glaube ich, schon so gewollt. Ist egal. Wir kümmern uns mal drum. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht zuzuschauen. Wenn ja, lasst ein Like da oder ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.